Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Captain Todd Treasure Tracker. Beim letzten Mal haben wir uns als Archäologe beschäftigt. Mal gucken, was wir heute sind. Hoffentlich kein Gammler. Wir machen weiter. Wo bist du, Kapitän Todd? Wahrscheinlich so eine Fragestellung von Toddette. Ansonsten würde es keinen Sinn machen. Hä? Wie? Sind wir wieder als Toddette unterwegs? Was? Hein der hohlen Bäume. Level 5. Ja, ja. Warum sind wir jetzt... Hä? Warum sind wir wieder Toddette? Naja, das ist wahrscheinlich so eine kleine Zwischensequenz. Während Captain Todd nach uns sucht, sind wir selber beschäftigt, uns selber zu retten. Cool. So ein kleiner Plot-Twist. Ja, das ist cool, ja. Macht Bock. Und wieder mit meiner Lieblingsmusik. Gut. Hier kann man also maximal 10 Münzen rausholen. Gut, dass ich das jetzt mal nach inzwischen 12 Parts erfahre. Cool, cool. Ja, hier muss man vor diesen Käfern aufpassen, die es auch schon in Super Mario 3D World gab. Ja. War knapp. Knappe Story. Ah, eben nachgeschaut, ob da vielleicht ein... Ja, weiß ja nicht. Man kann sogar ins Wasser. Ja, cool. Nee, ich habe nur kurz nachschauen wollen, ob man da runterfällt und... Nun denn. Erstes Juwel, das hätten wir schon. Hat uns direkt schon angelächelt am Start, ey. Voll geil. Todd! Captain Todd, wo bist du? Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Warte mal. Och nö, Alter. Man hätte das hier... Man hätte den Juwel auch schon ganz zu Anfang holen können. Ich bin so doof, ne? An den Juwel möchte ich aber auch dran. Ja? Wow. Okay. Das sieht doch gar nicht so knapp aus, wie ich gedacht habe. Ist ein bisschen mehr Luft drin. What? Ich möchte da gerne hoch. Los geht's! Hui! Todd, guck mal, ich hab voll Spaß hier. Ja, Toddette, während du dich hier amüsierst, ist Captain Todd schon am Heulen vor Angst, Mann. Bist du behindert? Kann man da schon rein? Wollte ich schon sagen, ey. Wenn das möglich gewesen wäre, dann hätte ich auch keine Ahnung mehr gehabt, du. Gut, da ist das letzte Juwel. Nice, nice, nice. Was hat sich jetzt hier getan? Ach so. Cool. Nur was bringt uns das jetzt? Wir werden es schon früh genug herausfinden. Oh! Verdammt! Ja, das war so klar. Man darf bestimmt keinen Schaden verlieren. Und ich hab's versaut. Wie komme ich denn jetzt nur... Ah, okay, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wie ich zum Stern komme. Und die Challenge wird sowieso sein. Kein Schaden verlieren. Dein Ernst? Oh, bitte. Weil ich kann mich eigentlich direkt umbringen, weil ich schon mir denken kann, dass die Challenge sein wird, keinen Schaden erleiden. Weil was soll es hier sonst geben? Was soll es denn sonst sein? Ein Goldpilz sehe ich hier nicht. Und alles andere wäre auch keine Ahnung. So, jetzt fall da nicht so dumm runter, Toddette. Mach keinen Scheiß. Ich bin nur etwas vorsichtig. Was zum Fick? Okay, ich zeig euch, wo der ist, aber... Beim besten Willen, das hätte ich mir nicht erträumen lassen, dass da mal einer drin ist, du. Ja, Mann. Boah, ich wusste, dass der auf irgendeinem Baumstamm ist, ne? Das war mir so klar. Alter. Boah, abgewichste Kacke. Krass. Genau hier da auf dem Baumstamm drauf. Ich habe den anderen schon untersucht, aber... Tja, der wollte wohl nicht, ne?
der dachte sich dann so, nee, heute nicht, nee, nee. Gut, gut. Naja. Not bad. Level 6 auf den Spuren der Pünktchen. Schon wieder mit Toilette. Wechseln sich jetzt alle 4 Level ab oder was? Oh. Oh. Toilette, Mann. Hier gibt's mir eine große Anzahl an Münzen mal wieder hier, ne? Oh, bitte. Sag mir, dass es hier einen Pilz gibt. Okay, ich muss das Schema der Fuzzis jetzt erstmal auschecken. Alter. Okay, das Juwel. Das packen wir uns jetzt auch. Vorausgesetzt, man lässt uns. Also was man bei den Fuzzis erkennen kann an ihrem Schema. Die laufen vor und zurück. Wer hätte es gedacht? Locker heißt es dann wieder, besiege keine Pünktchen, deswegen lasse ich die auch mal in Ruhe. Scheiße. Also ihr seht, die laufen keine, die laufen nicht im Kreis, die laufen eine bestimmte Strecke, die dann zurücklegen. Voll cool, ne? Oh, bitte. Ihr seht, wie schön ich pusten kann, ne? So, zack. Zweites Juwel. Es war voll komplett random, dass ich zweites gesagt habe. Und das ist auch wahr, ne? Darf man nicht vergessen. Ach, kann ich da mal bitte dran? Ich will doch nur an diese scheiß Pflanze dran. Alter. Erstes Juwel, okay. Wow. Damit hätten wir alles. Aufpassen, Toilettmann. Du wärst fast in die Scheiße gelaufen. Ja, ja, weiß ich. Oh, bitte. Die sind auf jeden Fall schnell unterwegs, diese guten alten Hasen. Da werde ich jetzt immer eben die Pflanze pflücken. Vorausgesetzt, man lässt mich. Aber auch gut, dass man den Fuzzies nicht in den Lauf reinfällt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Pilz! Yay! Also, ich rechne mal mit folgenden Challenges. Kein Schaden erlitten. Kein Pünktchen besiegt. Kein Pünktchen besiegt oder... Weiß ich nicht. Oh, bitte. Es nervt. Ich finde, es nervt einfach nur. Ey, das muss doch nicht sein, oder? Alter. Ich meine, den kann ich ja nachlaufen, weißt du? Da wird ja nichts kaputt sein, weißt du? Schätze ich mal. Weil da, wo die lang gehen, könnte ich auch theoretisch auch drauf. Oh Gott, ich bin drauf. Okay, Level geschafft. Und wehe, kommt mir hier mit geheimem Goldpilz an. Da bin ich genauso fragwürdig wie gerade eben noch beim ersten. Keine Fliesen zerbrochen. Totally worth it.
Zack. So schnell kann das gehen. Man muss sich einfach nur mit Man muss sich einfach nur merken, wo die Parapünktchen. Oder was heißt Parapünktchen? Parapünktchen sind ja die fliegenden Pünktchen. Wo die Pünktchen lang gehen. Das muss man sich merken. Level 7. Pickkondore hinter Gittern. Im Frauenknast? Okay. Da ist Schnelligkeit das Stichwort. Okay, den will ich antäuchen. Antäuchen. Aha. Hallo. Ach, Todd, jetzt bist du zu doof, um da lang zu laufen, Mann. Ist das dein Ernst? Was man auch machen könnte, sind die... Alter, du bist so dumm, ne? Ey, Toilettenmann, was regst du mich so auf? Was man sich da merken kann, als so kleinen Tipp für zwischendurch. Die Pickkondore, die sind etwas empfindlich, wenn man sie mit dem Touchscreen berührt. Pilz! Yay! Mhm. Auch hier immer schön die Augen offen halten. Hier kann sich immer ein Goldpilz verstecken, ne? Kinnas. Worauf befinden wir uns hier eigentlich? Ist das Mist oder ist das Heu oder was ist das? Mir relativ egal, was es ist. Ich werde jetzt erstmal den Pickkondor auf den Kopf springen. Tot! Verdient! Und, wie bitte... Komme ich an die Leiter ran? Sirius? Bist du noch ganz Sirius im Kopf, oder was? Ja, dann müssen wir wohl die andere Röhre nehmen. Ja. Dynamische Kamera. Wie ein Hamster am Rad laufen wir jetzt, oder was? Ist das euer Ernst? Ja, auch hier hat sich Miyamoto natürlich an Hamstern orientiert. Ganz klar. Er wollte auch mal die Tiere einbauen und dachte sich, hey, why not taking hamsters? Some hamtaros. Why not, man? Tja. Ob sich das dieser Miyamoto doch erstmal gedacht hat oder nicht, da habe ich keine Ahnung. Alter, ich werde fast in den Schnabel reingelaufen, Mann. Zweites Juwel müsste das sein. So sieht's aus. So. Streng you on, Toadette. Or you a little bitch. Okay, warte doch gar nicht so knapp. War nicht so knapp, nee. Nee, nee. Alter. Natürlich. Letztes Juwel, Bitches. Und dann lasse ich mich mehr noch. Da lasse ich mich jetzt mal reinfallen. Ist mir kackegal. Ist ja so scheißegal, Mann. Ist hier sonst nichts? Ich gehe mal zu den Münzen hin. Was auch sein kann, dass man hier eine bestimmte Anzahl an Münzen einsammeln soll und wir haben es nicht geschafft, weil wir Bitches sind. Hm. Okay. Bitte was? Wo soll da einer sein? Wollt ihr mich verarschen? Oh, Kinders. Boah, ey, ich dachte, ich habe mir das so kompliziert vorgestellt und dann ist er einfach am Ende. Natürlich, weißt du, so, ich denke mir so, lass mal zu den Münzen gehen, das kann bestimmt an den Münzen liegen, aber nein, der ist da, wo nichts ist. Wie easy. Und ich suche diesen ganzen scheiß Level ab, Mann. Boah, das fuckt mich wieder ab, ey. Alter. Schalter im Wüstensand. Naja, das machen wir jetzt nicht. Ich mache noch einen Bonus mit euch. Ja, ein Münzenfest. Als kleine Abrundung für den Part. So ein kleines Münzen-Special. Todbert, gib uns einen Stern. Ah, oder gib uns einen Pilz. Das ist noch besser. Okay. Oh, nein.
Oh. 329, boah, 334, Alter, das sind drei neue One-Ups. Also drei Ups. Nice. Gut, Leute, damit haben wir zwar nur drei Level geschafft, aber die waren trotzdem recht knifflig. Und beim nächsten Mal gucken wir uns schon den Schalter im Wüstensand an und dann noch eine Lorenfahrt mit irgendeinem Scheißgedöns. Also, haut rein, ciao.